Der Krieg tobt also unvermindert weiter und ich habe mich mit einer jungen Studentin unterhalten können, beziehungsweise sie ist jetzt auch in einem Job. Sie ist aus der Ukraine, aus Kharkiv geflüchtet mit Kriegsbeginn dort und ist hier nach Israel gekommen. Sie ist Jüdin, deshalb kann sie hier eben leben und sie ist dann hier am 7. Oktober in einem zweiten Krieg aufgewacht und jetzt habe ich hier die Möglichkeit gehabt, mich mit ihr zu treffen. Wir hatten vorher schon aus Kharkiv, aus der Ukraine, wo ich lange Zeit berichtet habe und immer wieder berichte, gefacetimed. Dort habe ich mit ihrer Mutter gedreht. Jetzt habe ich sie in Tel Aviv getroffen und mit ihr eben über diese beiden Kriege, die sie jetzt hier miterleben musste, gesprochen. Was ich da mit ihr besprochen habe, wie ich sie erlebt habe, habe ich in einem Beitrag zusammengefasst. Schauen wir mal rein. Ende Oktober habe ich Anna Jin im ukrainischen Kharkiv getroffen. Die 50-Jährige erlebte mit Kriegsbeginn, wie die Russen Raketen und Artillerie auf ihre Heimat feuerten. Anna blieb trotzdem, doch Tochter Alexandra verließ die Ukraine, flüchtete über Ungarn bis nach Israel. Die 23-Jährige in Sicherheit zu wissen, gab Anna ein gutes Gefühl, bis die Hamas-Terroristen am 7. Oktober das Land überfielen. Ich habe sofort versucht, sie zu erreichen, aber ich kam nicht zu ihr durch. Diese Stunden, in denen ich sie nicht sprechen konnte, waren die schlimmsten meines Lebens. In Annas Wohnung angekommen, erreichten wir ihre Tochter per Videoanruf. Zu dem Zeitpunkt stand Tel Aviv, wo sie jetzt wohnt, unter ständigem Beschuss. Erst wurde mein Leben in der Ukraine zerstört, jetzt gerade ist auch mein Leben in Israel wie eingefroren. Ich bin 23 Jahre alt, ich möchte mich mit Freunden treffen, am Strand chillen, ich möchte nicht im Krieg leben. Es ist das zweite Mal, das ist für mich emotional sehr belastend. Jetzt, rund zwei Monate später, treffe ich Alexandra zum ersten Mal selbst in Tel Aviv. Ein Teil des Lebens ist hierher zurückgekehrt, der ständige Beschuss der ersten Kriegstage vorbei. Wenn sie heute den Krieg in Israel und den in der Ukraine vergleicht, wird ihr bange um ihr Heimatland. Ich weiß, dass Israel diesen Krieg gewinnen wird und dass er in absehbarer Zeit enden wird. In der Ukraine ist die Situation hingegen eine komplett andere. Israel hat eine große Armee, die Hamas ist klein. Israel ist viel stärker. Wir werden gewinnen, keine Frage. Wenn wir aber auf die Ukraine schauen, wir sind ein kleines Land verglichen mit Russland. Trotzdem zeigen die Ukrainer jeden Tag Stärke für Europa, für die USA, für die Ukraine, jeden Tag. Jeden Tag für jeden von uns. Und wir müssen verstehen, dass die Ukraine weiter Unterstützung braucht. Denn wenn die Ukraine nicht die gesetzten Grenzen verteidigt, wer soll es sonst tun? Die 23-Jährige hat in Israel schnell einen Job und auch einen festen Partner gefunden. Einige ihrer Freunde, Russen, die nicht länger unter einer Regierung Putin leben wollten. Sie unterstützen die Ukraine massiv. Immer wenn ich hier in Israel zu Demonstrationen gehe für die Ukraine, fragen sie mich, ob sie mit dürfen. Es ist ihnen wichtig, meinem Land zu helfen. Es braucht einige Anläufe. Der Handyempfang wird in der Ukraine bei Luftalarm gestört. Dann erreichen wir Mutter Anna in Kharkiv. Wie ist die Situation im Moment in Kharkiv? Natürlich verfolge ich die Nachrichten, aber ich bin gerade nicht selbst dort. Wie beurteilst du die Lage? Ich weiß nicht, was ich dir sagen soll. Es hat sich nichts verändert, seitdem du hier warst. Es ist weder gut noch schlecht. Es bewegt sich nichts in diesem Krieg. Angesichts massiver russischer Angriffe ist es wohl auch ein Versuch, die eigene Tochter zu beruhigen. Nachdem ich mich verabschiedet habe, kommt Dobermann Hector ins Bild, den ich schon aus Kharkiv kenne und den Alexandra in Tel Aviv über alles vermisst. Auch das ukrainische Essen, die Borschtsuppe, fehlt ihr sehr. Mit bangem Blick schaut sie auf die Sicherheitslage in ihrer Heimat. Die 23-Jährige will ihre Mutter so schnell es geht in 2024 besuchen. Und wie schnell die Realität diesen Bericht überholt hat, haben wir gesehen. Kurz nach unseren Dreharbeiten ist Kharkiv in der Nacht massiv bombardiert worden. Ich habe heute Morgen mich mit Alexandra unterhalten. Ihrer Mutter geht es gut. Aber was wir auch gehört haben, ein Hotel ist dort bombardiert worden, das Kharkiv Palace. In diesem Hotel haben wir zuletzt im Oktober übernachtet. Immer wieder auch westliche Journalisten. Also die Russen attackieren dort wieder massiv Ziele und die Situation dort eben alles andere als okay, alles andere als unter Kontrolle. Max, vielen Dank für deine aktuellen Informationen, aber eben auch nochmal deinen detaillierten Bericht. Dankeschön.
noch mehr News, die gibt's bei unserem Nachrichtensender Welt. Einfach den Sendersuchlauf bei eurem Fernseher starten. Die Anleitung dazu, die findet ihr hier. Und wenn ihr spannende Dokus sehen wollt, packende Reportagen, dann müsst ihr einmal hier klicken.